E-Mail perfekt. Die einzige Serie auf YouTube, wo du lernst, wie du auf Deutsch eine perfekte E-Mail schreibst. Herzlich willkommen. Ich möchte heute wieder eine E-Mail mit euch korrigieren. Ich habe euch letztes Mal eine Aufgabe gegeben und ihr habt die E-Mails in die Kommentare geschrieben. Und ich habe eine E-Mail rausgenommen, ich habe sie korrigiert und ich werde dir jetzt zeigen, warum das eine gute E-Mail ist oder warum das keine gute E-Mail ist, was man besser machen kann. Vorher noch einige wichtige Informationen. Erstens, ein paar Leute haben geschrieben, hey, kannst du nicht langsamer sprechen? Ja, ich kann langsamer sprechen, aber das hier ist E-Mail perfekt. Das ist nicht E-Mail für Anfänger. Ja? Wir sind ja auf dem Niveau B1, das heißt, du hast einen A1-Kurs abgeschlossen, einen A2-Kurs und einen B1-Kurs entweder abgeschlossen, beendet oder du bist in der Mitte. Ne, oder vielleicht bist du schon in einem B2-Kurs oder du bist schon fertig mit Deutsch lernen, aber du willst einfach sehr gute E-Mails schreiben. Das ist nicht für Anfänger hier gedacht, okay? Und noch ein Tipp von mir, du kannst die Videos mehrmals schauen, zweimal, dreimal und du kannst die Untertitel unten einschalten, dann siehst du, was ich sage. Warum ist es wichtig, auf Deutsch sehr gut zu schreiben? Nicht nur so okay zu schreiben, sondern sehr gut zu schreiben. In den deutschsprachigen Ländern, in deutschsprachigen Firmen ist Schreiben super wichtig. Ist Sprechen wichtig? Ja, Sprechen ist wichtig. Und ich denke, Sprechen ist meistens wichtiger als Schreiben im alltäglichen Leben und auch bei der Arbeit. Aber in sehr vielen Situationen kannst du nicht mit den Leuten sprechen, du musst schreiben. Warum ist das so? Ich habe gemerkt, dass viele Menschen aus anderen Ländern viel mehr telefonieren als die meisten Deutschsprachigen. Ja, immer, gib mir deine Telefonnummer. Ich kenne jemanden nicht und der sagt, gib mir deine Telefonnummer, gib mir deine Telefonnummer, kann ich deine Telefonnummer haben? Wir geben hier auch unsere Telefonnummer an, aber nicht jedem, ja, nicht so vielen Leuten. Wir sagen oft, hier ist meine E-Mail-Adresse, wenn es um berufliche Sachen geht oder so, ja, sagen wir geschäftliche Dinge oder auch behördliche Angelegenheiten, wenn du etwas mit einer Behörde zu tun hast. Natürlich hat die Behörde eine Telefonnummer, aber du kannst nicht eine Handynummer vom Mitarbeiter bekommen. Der wird das nicht geben. Das ist privat. Und sehr oft möchte die Behörde, dass du etwas schriftlich ihnen mitteilst. Wenn du etwas schreibst, dann hinterlässt du einen Beweis. Und Beweise sind sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn du eine Firma hast und du möchtest neue Mitarbeiter, dann müssen die Mitarbeiter dir einen Lebenslauf schicken. Ja, die müssen eine Bewerbung schreiben. Warum ist das so? Sagen wir, du bist ein schlechter Mitarbeiter. Sagen wir, du machst etwas kaputt. Sagen wir, du bist vielleicht ein Arzt und du operierst die Leute falsch, du operierst die schlecht. Und jemand kommt zum Chef und sagt, hey, sie haben einen schlechten Mitarbeiter. Hey, sie haben einen schlechten Arzt, einen schlechten Hausmeister, einen schlechten Elektriker. Dann kann ich sagen, hier, ich habe seine Bewerbung, ich habe seinen Lebenslauf. Und da steht, dass er korrekt gearbeitet hat. Wenn ich das nur am Telefon mache, dann kann ich nicht sagen, ja, er hat das gesagt, sondern hier kann ich immer die Sachen zeigen. Ich sage, hier, schauen Sie, was er geschrieben hat. Er hat geschrieben, dass er gut ein guter Elektriker ist. Er hat geschrieben, dass er das alles machen kann. Er hat geschrieben, dass er gut operieren kann und so weiter. Ja? Darum sind E-Mails so wichtig. Ein anderer Punkt, ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben. Mein Vermieter hat mir nie seine Telefonnummer gegeben, nie. Wir machen alles per E-Mail. Ist das schön? Nein, das ist nicht schön, das ist unpersönlich, aber es ist so. Das heißt, wenn ich irgendein Problem mit meiner Wohnung habe, muss ich eine E-Mail schreiben oder einen Brief schicken. Und ich schicke meistens eine E-Mail. Ja, und dann fragen mich einige Leute, kannst du hier ein paar goldene Wörter, goldene Sätze geben für E-Mails, wie du das auch für die mündlichen Prüfungen machst? Das kann ich nicht machen. Für echte E-Mails kann ich das machen. Also wenn du jetzt wirklich auf der Arbeit E-Mails schreiben möchtest. Aber für Prüfungen geht das nicht. Warum? Wenn ein Bewerter ist der Mensch, der die E-Mail liest und die Punkte vergibt. Das ist kein Prüfer, das ist ein Bewerter. Wenn der Bewerter zweimal gleiche Sätze liest in einer Prüfung, dann bekommen beide 0 Punkte. Ja, das passiert sehr schnell. Und wenn die Leute YouTube-Videos schauen und tausende Leute schreiben das, dann kann es sein, dass der Erste bekommt noch Punkte, aber die anderen tausend, die danach kommen, bekommen 0 Punkte und fragen sich, hey, warum? Ja, ihr habt die gleichen Sätze benutzt. Das geht nicht. Ja? Fürs echte Leben geht es schon, aber das hier mache ich auch als Prüfungsvorbereitung. Deswegen kann ich das nicht machen. Ich kann dir keine goldenen Sätze geben, aber ich kann dir Bausteine geben. Ja?
Bausteine, die du immer benutzen kannst. Wenn du das Video vom letzten Mal nicht gesehen hast, dann klick unter diesem Video, dann kommst du auf das vorherige Video. Das hier ist eine Playlist, das hier ist eine Serie. Viele Leute wissen nicht, was eine Playlist ist. Ich zeige mal hier ein Foto von einer Playlist. Das ist auf meinem YouTube-Kanal oder auf unserem YouTube-Kanal. Siehst du einen Button, da steht Playlist. Auf Arabisch steht da Qaimat, bla bla bla. Ja? Und wenn du da drauf klickst, dann siehst du verschiedene Serien, verschiedene Playlists. Und eine davon ist E-Mail perfekt und das ist diese Playlist. Die Situation letztes Mal war, dass du neu eingezogen bist in eine Wohnung und eine Einweihungsfeier machen möchtest, also eine Willkommensfeier, ja, für deine Nachbarn. Aber wir nennen das sehr oft Einweihungsfeier, eine Einweihungsparty. Und dass du deswegen eine Einladung an alle deine Nachbarn schickst. Die E-Mail, die wir heute korrigieren, die wir heute besprechen, ist von El Mohammed. El Mohammed, wir gucken uns mal an, was du geschrieben hast. Also, am Anfang hast du geschrieben, liebe neue Nachbarn. Das ist lustig. Es ist nicht falsch, aber es ist sehr ungewöhnlich. Ich habe es gelassen, ich finde es sehr sympathisch. Das ist auch sehr interessant, wenn Leute so aus anderen Sprachen kommen. Die haben manchmal sehr interessante Ideen auf Deutsch. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert es nicht. Ich sage, das funktioniert. Liebe neue Nachbarn, ja. Komma, sehr gut. Dann, ich bin gerade in eine nette Wohnung ihres Hauses eingezogen und möchte deswegen eine kleine Party feiern. Das ist ein sehr schöner Satz. Eine kleine Korrektur, ihres musst du groß schreiben, weil das die zweite Person ist. Du sprichst mit den Nachbarn oder du schreibst die an, ja. Ich finde das einen schönen ersten Satz. Der zweite Satz. Dazu lade ich sie gerne herzlich ein. Die Party findet am 12. Juni um 17 Uhr statt. Okay. Hier, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass du dazu geschrieben hast. Das ist ein guter Konnektor, ein gutes Bindewort. Und nicht, dass du einfach wieder mit ich angefangen hast. Ja? Ich bin neu angezogen und ich lade sie gerne ein. Nein, nicht zweimal, nicht immer mit ich anfangen. Das war ein guter Konnektor. Das hast du gut gemacht. Eine kleine Korrektur. Nach 12 muss ein Punkt kommen. Weißt du warum? Warum müssen wir einen Punkt schreiben nach 12? Da muss ein Punkt hin, weil das eine Ordinalzahl ist. Eine Ordinalzahl. Es gibt Kardinalzahlen und Ordinalzahlen. Kardinalzahlen sind die Normalzahlen. 1, 2, 3, 4, 5. Ordinalzahlen heißt erstens oder der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Auch die erste, die zweite. Das sind Ordinalzahlen wegen Ordnung. Und dann, wenn du das schreibst, muss da immer ein Punkt hin. Immer. Ja? 12. Juni. Der nächste Satz. Ich habe schon Getränke besorgt und werde Kuchen vorbereiten. Das ist auf jeden Fall nicht falsch. Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, ich habe schon Getränke besorgt und werde Kuchen backen, wenn du den Kuchen selber backst. Oder ich werde Kuchen besorgen. Kuchen besorgen heißt, du gehst irgendwo hin und du kaufst Kuchen. Ja? Oder du fragst einen Freund, eine Freundin, hey, kannst du Kuchen bitte backen? Besorgen heißt, du holst den Kuchen von irgendwo, gekauft oder nicht gekauft, aber du machst das nicht selbst. Ja? Ja, ich hätte das benutzt. Warum nicht Kuchen vorbereiten? Kuchen vorbereiten ist nicht falsch. Es ist so komisch, ja? Kuchen vorbereiten. Ja? Ich bereite den Kuchen vor. Ich backe einen Kuchen, ja? Oder ich besorge einen Kuchen. Der nächste Satz. Bitte nehmen Sie also nichts mit. Besser, bitte bringen Sie nichts mit. Bitte nehmen Sie nichts mit. Es ist nicht falsch, aber natürlicher ist zu sagen, bitte bringen Sie nichts mit. Mitnehmen ist halt mitnehmen und mitbringen ist, ne, wenn ich dir das dann gebe, dann sage ich, ha, ich habe etwas mitgebracht. Deswegen lieber das Verb mitbringen benutzen. Was mir sehr gut gefällt, du hast wieder einen Konnektor benutzt, einen interessanten Konnektor, nämlich also. Ja? Also benutzen wir bei Schlussfolgerungen. Auf Englisch sagt man Conclusions, auf Arabisch sagt man Istintaj. Ja? Bei einer Schlussfolgerung benutzt man also, und das hast du gut gemacht. Ich habe Getränke besorgt, ich werde Kuchen backen, also bringen Sie nichts mit. Ja, das ist eine sehr gute Schlussfolgerung, hast du sehr gut gemacht. Der letzte Satz. Ich freue mich auf Sie, Ausrufezeichen. Geben Sie mir bitte kurz Bescheid, ob Sie kommen können. Ich habe eine Frage. Hast du diese E-Mail alleine geschrieben? Weil du hast hier sehr gut die große und kleine Schreibung beachtet. Ja? Am Anfang war dieser ganz kleine Fehler, aber hier hast du viele Wörter groß geschrieben, wo viele Muttersprachler auch Fehler machen. Also hast du sehr gut gemacht. Und dann am Ende, liebe Grüße Mohammed. Liebe Grüße Mohammed, das ist nicht falsch. Ist interessant, weil du die Nachbarn siehst,
Aber du unterschreibst nur mit deinem Vornamen. Das heißt, du möchtest, dass die du zu dir sagen. Das geht, ja. Ist ungewöhnlich, aber das geht. Was ich jetzt mit dir machen möchte, ich möchte mit dir die ganzen Punkte durchgehen, wie sie in einer Prüfung wären, ja. Wenn der Bewerter deine E-Mail gelesen hätte in einer B1-Prüfung, und wir nehmen hier Telg Deutsch B1 als Beispiel, wie viele Punkte hätte er dir wahrscheinlich gegeben? Das gehen wir jetzt durch. Als erstes, die erste Kategorie ist die Aufgabenbewältigung. Was heißt das? Alle vier Leitpunkte inhaltlich angemessen bearbeitet. Das heißt, die vier Punkte, hast du über die vier Punkte geschrieben und hast du genug geschrieben? Angemessen heißt, in diesem Fall hast du genug darüber geschrieben. Ja? Der erste Punkt, erklären Sie, warum Sie schreiben. Hast du gemacht. Der zweite Punkt, Tag und Uhrzeit der Feier. Okay, hast du gemacht. Der dritte Punkt, wo findet die Feier statt? Da hast du nichts zu geschrieben. In welcher Wohnung? Ist es im Hof? Ist es im Garten? Ist es auf der Straße? Ja, vielleicht habt ihr eine interessante Spielstraße, wo man eine Feier feiern kann. Du hast gar nichts geschrieben. Das gibt einen Abzug. Ja, das ist nicht gut, wenn du über einen Punkt gar nichts schreibst. Da muss man sehr aufpassen. Ja, und das war ein leichter Punkt. Das war nicht schwer. Ja, wo findet die Feier statt? Sag einfach wo, keine Ahnung. Erste Etage, linke Seite, fünfte Etage, Wohnung 77, was auch immer. Du hättest einfach einen Satz da schreiben können und es wäre gut gewesen. Okay? Sehr, sehr wichtig. Warum erwähne ich das? Weil das war sehr leicht. Ja? Und man verliert so sehr viele Punkte. Okay, der letzte Punkt. Was bereiten Sie vor? Ja, hast du gemacht. Nach meiner Meinung hast du, was bereiten Sie vor, nicht angemessen bearbeitet. Du hättest viel mehr schreiben können. Ja? Du hättest schreiben können, was für Getränke. Du hättest schreiben können, was für ein Kuchen. Hast du auch einen Kuchen für Leute, die zum Beispiel keine Milch vertragen, ja, die laktoseintolerant sind? So einfach als ein Beispiel. Viele, viele andere Dinge hättest du schreiben können. Du hättest zwei, drei Sätze darüber schreiben sollen. Allgemein, die E-Mail ist zu kurz. Ja? Man muss mehr schreiben. Also in einer Prüfung zum Beispiel hast du 30 Minuten Zeit. Ja, du hast 30 Minuten. Ja, also sogar wenn ich in einer Fremdsprache 30 Minuten habe, da kann ich schon mehr schreiben. Und das ist ein Punkt von deiner Vorstellungskraft, deiner Fantasie. Ja, okay, was könnte ich noch schreiben? Also ganz, ganz wichtiger Punkt, über alle vier Punkte schreiben und bei jedem Punkt genug schreiben. Ja, bisschen Fantasie, ihr habt genug Zeit. Das ist auch nicht nur wichtig für eine Prüfung, das ist auch wichtig im Leben. Das macht irgendwie einen Text interessant, diese Details, ja. Okay, was für Getränke, was für Kuchen, ja, damit kannst du auch Leute motivieren zu kommen, wenn du ihnen sagst, welcher Kuchen da ist. Vielleicht hast du drei, vier verschiedene Kuchen, ja. Dann würden einige sagen, okay, ne, eigentlich bin ich schüchtern, ich will nicht Leute kennenlernen, aber okay, da ist ein Marmorkuchen oder ein Zupfkuchen und für einen Zupfkuchen, da komme ich, ja. Auch im echten Leben ist das interessant. Darum, für diese Kategorie bekommst du 3 Punkte. Das Maximum war 5, aber du bekommst nur 3 Punkte. Und 3 Punkte ist schon okay. Ist nicht super schlecht, aber okay, es hat halt etwas gefehlt. Kommunikative Gestaltung. Das heißt, hast du die ganze Zeit gesiezt oder geduzt und hat das gepasst? Ich denke, das hat gepasst. Du hättest die Leute auch duzen können. Das ist kein Problem. Ne, zum Beispiel, du hättest geschrieben: Ich möchte euch gerne einladen. Das wäre auch okay gewesen. Ich wohne in Köln und hier ist das sogar normaler. Ja? Aber du hast gesiezt und das ist okay. Dafür gibt es auf jeden Fall Punkte. Leitpunkte miteinander verbunden. Du hast das zweimal gemacht. Du hast gesagt: Dazu lade ich Sie gerne ein und bitte nehmen Sie also nichts mit. Ja? Bitte bringen Sie also nichts mit. Da hast du das schön miteinander verbunden. Aber es ist ein bisschen wenig. Ja? Mehr verbinden ist mein Tipp. Und das macht man mit Konnektoren. Ja? Außerdem und so weiter. Ja? Die Punkte muss man immer miteinander verbinden. Sonst ist das eine ekelhafte E-Mail. Wenn das alles so isoliert ist, dann liest man das nicht gerne. Deine E-Mail habe ich gern gelesen. Aber wenn man einfach nur 4 Punkte so hinschreibt, dann ist das nicht schön. Der letzte Punkt. Sätze beginnen nicht überwiegend mit dem Subjekt. Wer ist das Subjekt? Wenn du ich oder wir schreibst, das ist das Subjekt. Du hast dreimal mit ich angefangen und es gibt nur 7 Sätze. Das ist, ich finde, schon zu viel. Ja. Was kannst du machen? Du kannst, so wie du das gemacht hast, du schreibst dazu lade ich.
Morgen koche ich, morgen besorge ich, heute besorge ich. Ja, du hast einfach ein anderes Wort als erstes benutzt und dann hast du dieses Problem schon 100% vermieden. Ja, das ist ein sehr simpler Trick. Deswegen auch für diese Kategorie 3 Punkte. Formale Richtigkeit, du hast sehr viel richtig gemacht. Ja, ich habe keinen großen Fehler gefunden. Trotzdem gebe ich dir nur 3 Punkte. Warum? Weil du nicht viel versucht hast. Ja? Du hast kein Obwohl benutzt, kein Trotzdem benutzt, kein nicht nur, sondern auch sowohl als auch. Du hast die schwierigen Sachen nicht benutzt, deswegen hast du keinen Fehler gemacht. Du hast nicht zu viel riskiert. Und dann, okay, bekommst du nicht die ganze Punktzahl in einer Prüfung, weil der Bewerter, der sieht das. Ja? Wir wissen, dass ihr andere Wörter kennt, aber dass ihr die nicht benutzt. Also insgesamt bekommst du 9 Punkte von maximal 15 und in der Prüfung werden die Punkte multipliziert mit 3. Das heißt, du hättest fürs Schreiben 27 bekommen. Und ja, ne, also ich denke, so ist das klar. So könnt ihr jetzt sehen, wie das in einer Prüfung funktioniert. Ja, ihr bekommt verschiedene Punkte und dann am Ende wird das addiert und dann multipliziert. Meine Frage an alle Zuschauer: Wie fandet ihr die E-Mail? Findet ihr, dass ich zu wenig Punkte gegeben habe? Findet ihr, dass ich zu viel Punkte gegeben habe? Eure Meinung interessiert mich. Ein anderer Punkt ist, ich sehe, dass viele Leute Probleme haben, entweder in der Prüfung eine gute E-Mail zu schreiben. Übrigens, viele bekommen ein B1-Zertifikat, obwohl sie die E-Mail nicht gut geschrieben haben, weil auch wenn du die E-Mail nicht bestehst, kannst du das Zertifikat bekommen, wenn du in den anderen Aufgaben sehr viele Punkte bekommst. Das funktioniert. Und wir haben uns überlegt, wie wir das lösen können. Und unser Vorschlag bei Deutsch D1 ist, wir haben einen E-Mail-Kurs. Ein Kurs, wo du jede Woche E-Mails schreibst und ein Lehrer, in diesem Fall eine Lehrerin, das mit dir korrigiert. Diese Dozentin, diese Lehrerin, das ist die Annika. Und die Annika ist ein Profi für geschriebenes Deutsch. Eigentlich, was ist ihr Beruf? Sie korrigiert muttersprachliche Autoren, also Leute, die als Deutsch-Muttersprachler einen Text schreiben. Diese Leute korrigiert sie. Und ich habe sie überredet, ich habe sie überzeugt, für Deutsch D1 solche Kurse zu machen. Und ja, du hast die Chance, bei dieser Lehrerin zu lernen, die mit dir dann deine E-Mails bespricht. Ja, warum sind die Sätze gut? Warum sind die Sätze nicht gut? Noch viel detaillierter, als wir das hier machen. Es sind kleine Gruppen. Wir haben maximal 6 Personen in einer Gruppe. Es ist alles online. Also egal, wo du wohnst, du kannst es machen. Und es beginnt in 2 Wochen, der erste Kurs. Und ich kann das nur empfehlen. Also, wenn du richtig gut auf Deutsch schreiben möchtest, für deine Prüfung, als Prüfungstraining oder fürs echte Leben, dann empfehle ich dir, geh unter dieses Video, da ist der Link zu unserer Internetseite und da findest du die weiteren Informationen. Ein ganz, ganz heißer Tipp und wir sind sehr stolz darauf, dass wir so einen Kurs haben. Ich denke, es ist der erste E-Mail-Kurs weltweit. Es gibt auf der ganzen Welt nicht einen Kurs, wo du nur E-Mail schreiben lernst. Wir haben das. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Wenn du willst, dass ich deine E-Mail nächstes Mal hier bespreche, dann pass jetzt ganz genau auf. Sie haben neben sich einen sehr lauten Nachbar wohnen. Er hört laut nachts Musik. Er hört nachts laut Musik und hat viel Besuch, der auch laut ist. Darum können Sie nicht gut schlafen. Sie haben schon mit ihm gesprochen, aber leider hat das nicht geholfen. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihren Vermieter. Das ist entweder eine Einzelperson oder eine Gesellschaft. Gesellschaft heißt zum Beispiel eine Firma, ja, oder eine Genossenschaft. Okay, wir gehen nochmal alles durch. Neben dir wohnt ein sehr lauter Nachbar. Der hört nachts laut Musik und der hat auch viel Besuch. Viel Besuch heißt viele Besucher, viele Leute, die ihn besuchen. Und darum kannst du nachts nicht gut schlafen. Du hast schon mal mit ihm darüber geredet, aber das hat nicht funktioniert. Darum schreibst du jetzt eine E-Mail an den Vermieter. Und du kannst sie aussuchen. Schreibst du an eine Einzelperson, also sehr geehrter Herr Schmitz, sehr geehrte Frau Schmitz, oder schreibst du in eine Gesellschaft, sehr geehrte Damen und Herren. Das machst du, wie du möchtest. Jetzt kommen die 4 Punkte. Schreiben Sie etwas zu allen 4 Punkten. Erklären Sie das Problem. Zweitens, nennen Sie einige Tage, Daten, mit Uhrzeit, an denen Sie nicht schlafen konnten. Warum habe ich Daten geschrieben? Das ist der Plural von Datum. Aber viele wissen das nicht. Auch viele Muttersprachler wissen das nicht. Deswegen habe ich Tage geschrieben. Aber es ist ja nachts. Du verstehst, was ich meine. Drittens,
erwähnen Sie, dass Sie ein Protokoll beigefügt haben. Was ist ein Protokoll? Ein Protokoll ist eine Liste, wo du etwas aufgeschrieben hast. Und was hast du hier protokolliert? Du hast protokolliert, an welchen Tagen, in welchen Nächten oder an welchen Nächten du nicht schlafen konntest. Das Datum und die Uhrzeit hast du genau in einer Liste aufgeschrieben. Und der letzte Punkt, bitten Sie um eine Lösung oder schlagen Sie eine Lösung vor. Wenn du selber eine Idee hast, was der Vermieter machen kann, schlag das vor. Wenn du keine Ahnung hast, dann bitte ihn um eine Lösung. Okay, das ist die Aufgabe. Wenn du möchtest, dass ich deine E-Mail auswähle und hier im nächsten Video bespreche, was musst du tun? Du schreibst deine E-Mail unter dieses YouTube-Video in die Kommentare. Nur auf YouTube akzeptiere ich das. Wenn du das auf Instagram siehst, du kannst mir gerne auf Instagram folgen, aber schreib nicht die E-Mail unter das Instagram-Video. Du musst das unter das YouTube-Video schreiben und mach ein Foto davon. Mach ein Foto davon und schick mir dieses Foto auf Instagram. Ja? Meine Accounts, die zeige ich dir. Ich habe zwei Instagram-Accounts, du kannst mir da folgen. Schick mir dein Bildschirmfoto, dein Screenshot und dann werde ich diese E-Mails mir zuerst ansehen. Die E-Mails, die ich auf Instagram bekomme, die werde ich mir zuerst ansehen. Wenn da eine interessante E-Mail ist, dann bespreche ich die. Wenn da keine interessante E-Mail ist, dann gucke ich mir die anderen an, die unter diesem YouTube-Video sind. Es ist wichtig, diese Videos nicht nur zu schauen und noch ein Video zu schauen und noch ein Video zu schauen. Du musst auch schreiben. Du musst schreiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Leute werden nicht gut durch nur Videos schauen. Die Leute werden gut durch Schreiben und Korrigieren. Schreiben und Korrigieren. Deswegen, schreib die E-Mail. Wenn du interessiert bist, melde dich an für den E-Mail-Kurs. Der Link ist hier unten. Aber schreib auf jeden Fall. Schreib und finde jemanden, der deine Texte bewertet. Wenn ich in ein anderes Land auswandern würde, ich würde es genauso machen. Ja, ich würde eine Schule finden, ich würde Lehrer finden, die meine Texte korrigieren und mir zurückgeben und mit mir besprechen, warum ist das richtig, warum ist das falsch. Und ich würde das jahrelang machen. So würde ich das tun. Nur durch Übung wird man besser. Durch Zuschauen wird man, glaube ich, nicht so viel besser. Deswegen viel Erfolg. Ich wünsche dir auch sehr viel Spaß bei der Sache. Du solltest das genießen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.